Ja, gut, dann kannst du deinen Rondrakamm reinhieben, hämmern und hast auf alle Fälle einen Spalt Luft, durch den du dann atmen kannst, sodass du deinen Mund dann an die Zitrach gepresst. Sehr schön. Ja, dann würde ich da mit der Zeit versuchen, da dieses Loch zu erweitern. Man ist ein bisschen traurig, dass man nicht den normalen Anderthalbhänder dabei hat, den man für solche Gelegenheiten schon mal benutzen könnte. Ja, und würde dann versuchen, vorsichtig mit dem Rondrakamm da mehr und mehr da das alles abzumachen. Ja, wie gut, dass es nicht der Anderthalbänder ist, denn effortgefälliges Handeln musst du ja damit machen. Mit dem Ronderkamm ist es egal und effortgefällig ist das natürlich nicht. Nee, das Langschwert, das habe ich auch dabei. Aber ich habe auch Achso. noch einen Anderthalbhänder. Ah, okay, also schwer bewaffnet und du kannst über dir dann Leute hören, die wohl gerade runterklettern. Also du müsstest noch ein bisschen ausharren Ja, dann rufe und. ich denen zu. Hier unten ist irgendwas mit der Luft. Ja, drinnen nahe ich ja auch. Nein, aber dieses. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Stockt einmal Es auf ist dem gefährlich Boden. hier unten. Schwere Stiefel. Und ein Kopf, der dann sich hier reinstreckt. Was macht ihr denn da an der Wand, euer Gnaden? Atmen, normale Luft. Brandöl. Eine Falle? Keine Seemänner an Bord, ja? Gib Ja, das dann mal weiter mal. nach oben! Eine Falle, eine Falle! Derweil kommt Jana nach oben gestürzt, Romilly ihm entgegen. Warum sammeln die eigentlich da unten so lange? Ich habe da den Rückzug befohlen. Ja, Romli tastet sich irgendwie vor ihrer Eule hinterher und ruft immer noch nach Jalan! Was denn? Ich bin hier. Was denn? Was ist so wichtig? Wo ist sie ja? Kommt irgendwie die Treppe hoch. Hier unten natürlich. Wir haben noch ein Problem. Ja, schneller, spuckt's aus. Eine Arche unter Wasser. Götter, verdammte. Steuermann! Kapitän! Macht euch bereit, das Boot loszulassen, auf meinen Befehl. Ei! Ebersgrund, hört ihr mich? Was wer? Ebersfeld, sorry, nicht Ebersgrund, der Oberst. Ebersfeld, ja, der steht gerade irgendwo vorne bei seinen Söldnern. Ja, Kapitän! Holt eure Männer von dem Boot, zügig! Wenn wir den Geweihten nicht gefunden haben, dann muss er halt selbst da rauskommen. Geweihte ist so eingebrochen. Gibt er das wohl weiter? Ist wohl eine Falle. Brandöl eingelagert. Götter Männer! verfluchte. Seht zu, dass ihr da wieder rauskommt. Bringt den Geweihten mit, wenn mit. Ja, ungefähr 10 Minuten später wird Ahmad wieder nach oben gezogen. Alle Männer haben sich von der Zitracke gerettet und gerade schieben ein paar Wurzeln aus der Maulgrotte die Zitracke wieder nach draußen. Langsam weitere Säure, die aus dem Maul läuft und ihr könnt dann sehen, wie das Achterdeck wohl schon sehr angefressen aussieht und die Zitracke geht dann ja sang- und klanglos unter, wenn dann das Unwasser in den hinteren Teil des Schiffes läuft. Ein paar Kisten, die dann umfallen im Inneren und Brandöl, was dann auf die Oberfläche läuft. Auf die Oberfläche des Meeres. Vielleicht hätten wir das bergen können. Aber kein Risiko. Herr Vanarios, bringt uns hier weg. Normale Geschwindigkeit. Kurs Helmport? Südost, Kurs Helmport. Ei, sehr wohl. Romilly, kommt doch mal mit. Ich taste mich zu Jalan. Ja, sie wird dann auch beim Ellenbogen genommen. Vorsichtig in einen leeren Raum. Vielleicht ins Kartenzimmer, vielleicht in den Versammlungsraum gezogen. So, jetzt noch einmal in Ruhe. Eine Arche unter Wasser. Ja, die Hunde meine Freundin hatte. Wie zuverlässig ist das? Diese Vision? Problem ist, wir wissen nicht, wann und wo genau sie zuschlagen wird. Unter Wasser, irgendwas mit einem Thron. Oh. Irgendwas, das vielleicht auch mit Pyrdakor zu tun hat. Vielleicht überschneiden sich aber auch vollkommen verschiedene Ereignisse. Drachen Also unter Rumli, Wasser?
verwirrend. Vielleicht sollte ihr lieber mit deinem Baronin darüber reden. Ja, mit Ephadaios. Und ein Thron im Wasser, eine Stadt unter Wasser, die angegriffen werden soll? Das ist nichts bekannt, aber vielleicht gibt es in seinem Tempel irgendwelche Sagen, die dazu passen. Vielleicht. Hoffentlich. Sprich am besten in einer ruhigen Minute mit ihm darüber. Warum tastet ihr eigentlich noch so? Könnt ihr immer noch nicht sehen? Es wird besser, aber noch nicht ganz klar. Na gut, lass uns auf die Krankenstation gehen. Ja. Ihr könnt euch dort ein wenig ausruhen und ich schicke euch seine Gnaden herunter, sobald er Zeit hat. Ich muss sagen, wo Elysia ist. Lass ihn nach ihr suchen. Ja, Romilly wird dann kurz auf die Krankenstation verfrachtet. Kann den Medikill dann selbst erzählen, was ihr fehlt. Und dann werden 5 Söldner ausgeschickt. Sie sollen doch bitteschön die Kundschafterin suchen, Elysia. Ich mache mich auf den Weg zu Bolstedt. Dazu später mehr. Ja, meinetwegen könntest du Bolstedt treffen, es sei denn, Ahmad möchte vorher noch was klären oder Ephadaios. Ahmad würde wahrscheinlich jetzt erstmal da, nachdem er hochgezogen worden ist, den Leuten, die ihn hochgezogen haben, dankbar zunicken und dann leicht humpelnd weggehen und meinen, macht sowas besser nicht. Mann, der Mann ist komplett wahnsinnig. Ja, ja, schon, aber im positiven Sinn. Hast du den Sprung gesehen? Wow, das hätte ich mich nicht getraut. Ja, und dann... Chondra hat ihm tatsächlich beigestanden. Ja, also Ahmad würde da auch, wie gesagt, leicht humpeln, damit man da vielleicht sieht, dass das nicht die beste Idee war. Vorbildauftrag. Ja. Ja, und dann würde ich erstmal wieder Hilal aufsuchen. Und, ja. Gucken, was der so gemacht hat. Ob der irgendwie noch, was weiß ich, Angst hat oder so. Nee, er findet das alles komplett aufregend. Ah, okay. Er hat meinen Sprung dann gar nicht gesehen. Nee, da war Waterdeck. Da erzähle ich ihm mal ein bisschen was von meinem Sprung. Wie ich aus 11 Metern Höhe runtergesprungen bin. Aber nö, ach nee, das ist mein Sklave, scheiß auf den. Ich guck, was der Kapitän macht. Hauptsache der Sklave ist stolz auf dich. Ja, sagte der Versager Rundriana. Das kann mir doch egal sein, ja, ja. Sag, Hilal, komm mit. Hilal, komm Kapitän. Mit. Ja. Gut. Ja, Romilly wird auf die Krankenstation gebracht. Ja. Und du wolltest dann zu Bolstedt. Ja, wenn du dann an der Tür klopfst, kannst du wohl sehen, wie er gerade mit ein paar Fläschchen und Tiegeln in seinem Arm auch gerade nach draußen wollte. Oh, Kapitän, da seid ihr ja. Ich habe hier den Balsam. Das, was ihr wolltet. Ah, ihr habt also doch noch an mich gedacht. Nun, stellt es doch dort ab, ich werde es gleich mitnehmen. Jasper ist nicht hier, Jasper war nur sein Token hier. Ja, ja, nee, Jasper ist irgendwo anders. Erzählt mir doch mal von diesem Pulver. Wie habt ihr es genannt? Feuer, Schleim, Schlick, Schlick. Was für ein Pulver? Das, was? Ein rotes Pulver, ich habe es euch gegeben, ihr habt danach gesucht. Ah, ihr habt es gefunden, ausgezeichnet. Ich hatte es schon gesucht, ich dachte, es wäre mir gestohlen worden. Ich hatte es euch bereits... Erzählt mir einfach davon. Aber ihr wollt über Feuerschlick etwas erfahren, warum das denn? Nun, offensichtlich hat es euch jemand gestohlen. Warum? Ist es wertvoll? Mir hat es jemand gestohlen? So kurz davor, ihn zu verdreschen. Feuerschlick, Kapitän. Feuerschlick wird aus dem Feuerschlick gewonnen. Es ist das Pulver. Es wird meistens im Rondra zu einer Zeremonie geerntet. Und ansonsten sollte man es nicht verzehren. Leicht schleimig und deswegen nimmt man das eher in Pulverform zu sich, das ganze Jahr über. Und wofür ist es gut? Kann man damit, ich weiß nicht, Gold machen oder sich besaufen oder so? Was ist wofür gut, Kapitän? Feuerschlick.
Was? Feuerschlick? Es schenkt Prophezeiung, Visionen, die Effert und die Hesindekirche benutzt es relativ oft und einige Magier. Aber wird man dafür, sieht man dann so aus, als wäre man tollwütig, ihr wisst schon, mit Schaum vor dem Mund und Zuckungen und vollgerollten Augen? Ja, also normalerweise wird das auch für Berserker-Elixiere benutzt. Hochgeheim, illegal. Illegal, gut, danke. Und ich betrachte nochmal die Tiegelchen mit dem Pulver. Gute Arbeit, denke ich. Macht weiter. Kapitän, ich habe hier das Waffenbalsam für euch. Zum Glück bin ich nicht jetzt auch nicht, sonst hätten wir jetzt einen Tiegel Waffenbalsam weniger. Ja, Wollstedt, danke. Hinter dir steht Ahmad. Ahmad? Nickt ihm einmal zu. Wollt ihr das Waffenbalsam nicht mitnehmen? Das, natürlich, doch, ich habe es vergessen. Gib mir das, danke. Dann geht's raus. Seltsamer Typ. Wer jetzt? Der Wollstedt. Achso, er ist doch, oder? Zerstreut, noch zerstreuter als an Land gewesen zu sein scheint. Nun, ich muss feststellen, mein Rat, dieses Schiff anzugreifen, war eine dumme Idee. Nun, es war wohl nichts dumm daran. Vielleicht ein wenig voreilig hinunterzuspringen. Aber wie ich sehe, seid ihr ja noch in allen Stücken. Ja, du merkst, dass Ahmad ein wenig humpelt. Ich denke, das nächste Mal werde ich das unterlassen. Denn das Schiff ist eine andere Arche. Es ist manchmal gut, erst Hesindens Besonnenheit walten zu lassen, bevor man Ronras starken Arm benutzt. Nun, tatsächlich hatte ich die Höhe von dort oben anders wahrgenommen, als sie tatsächlich war. Aber egal, lassen wir das Thema. Ich denke, wir sollten jetzt gern... Wie hieß die Stadt nochmal, wo wir hinwollen? Helmenport. Richtig. Habt ihr schon einen Schlachtplan dafür ausgearbeitet oder irgendwelche Informationen über diese Stadt? Ich habe einige grobe Ideen. Ihr könnt auch... Ich habe die Kartografen eine sehr grobe Skizze des Ortes anfertigen lassen. Wir waren ja bereits einmal dort. Wie lange brauchen wir ungefähr dorthin? Von hier aus weniger als 2 Tage, würde ich schätzen. Ich gedenke, morgen den Sturm zu durchqueren. Etwa 20 bis 30 Meilen vor Helmenport Anker zu lassen und unsere Kundschafterin erst einmal ihre Arbeit tun zu lassen. Je mehr wir wissen, desto besser können wir planen. Hört, eure Kundschafterin sind nun ja nicht wirklich Kundschafterin. In diesem Schiff werden sich einige Sachen erzählt. Sie haben ihre eigenen Gaben. Und ihr traut ihnen? Ich traue Romilly. Und ich traue, dass sie ihre Gefährtin unter Kontrolle hat. Das solltet ihr besser auch, denn eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Nun, ich habe in Fasar gelebt. Ich habe festgestellt, dass kein Vertrauen meist besser ist als Vertrauen. Wenn wir kein Vertrauen zueinander haben, euer Gnaden, funktioniert dieses Schiff nicht. Wenn dieses Schiff nicht funktioniert, können wir es genauso gut Xeran überantworten und wieder nach Hause reiten. Ich finde interessant, dass ihr diese Dämonenarche ein Schiff nennt. Doch hat nur eine Person Gewalt über dieses Schiff. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich Gewalt. Das ist eure Ansicht. Ahmad nickt dir einmal zu. Und meint dann zu Hilal, also dann, ich bin hungrig geworden, gehen wir was essen. Ja, Herr. Während Ahmad essen geht, verteile ich noch 4 Dosen Waffenbalsam an die Geschützmannschaften an den Harpunen. Weise Entscheidung. Das nächste Mal ein Karakil kommt, schmiert das hier drauf und betet zu Rondra. Oder Preyhas. Oder jeden Gott, der euch hören will. 4 Runden. Dem auf jeden Fall. Aber nur, wenn irgendein Dämon angeflogen kommt. Verschwendet es nicht, wir haben nur begrenzt. Bronn wird noch einmal selbige Predigt gehalten, wenn ich ihn im Laufe des Tages antreffe. Ja, richtig, Rondra approved Geschütze. Kennt man doch. Für die Söldner schauen, die sehen das nicht so eng. Und eine Dose stecke ich mir selbst ein. Gut, also, was hattest du gesagt? Fünf Stück. Vier für die Geschütze und dann... Genau, der Harpunal hier kriegt keine, weil hier sowieso nie Schützen stehen.
Ja, okay. Ja, das ist ja deine Entscheidung. Genau, die hier sind auch nicht bemannt. Aber zumindest die hier oben können schnell besetzt werden, weil die Schützen da ist. Und das die hier richtig. Oben können wir welche von vorne abziehen. Aber das hier richtig. Oben im Geschützturm ist halt doof. Ja. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das 120 Meilen. Das müssten 6 Handlungspunkte sein. Okay, die trage ich jetzt schon mal ein. Ich möchte dann gern, ich weiß nicht, wann wir ankommen, die Nacht über noch vor dem Sturm verbringen und um Wasser tanken. Außer Alpha da ist, hat vorher was zu melden. Was, du möchtest um Wasser tanken? Was sonst? Außer du hast vorher etwas, also so in etwa bis, ich glaube, hier ist der Sturm dann. Also Geschwindigkeit 8 mal 3,6 sind 30 Meilen, die ihr pro Stunde ablegen könnt. 30 Meilen pro Stunde und 120 sind das. Richtig. Also nach 4 Stunden wäret ihr da. Jetzt haben wir gerade irgendwie sowas wie 9 oder 10 Uhr. Und ja, der Sturm befindet sich irgendwo hier. Das heißt, ihr könntet da dann vorher noch genug Handlungspunkte sammeln, je nachdem, wie viele Tage ihr dann da bleiben wollt. Ein Tag von hier aus. Wir durchqueren dann nachts den Sturm und senden die Kundschaft aus. Gut, dann ziehe ich euch jetzt einmal 6 Handlungspunkte ab. Und ihr wollt einen Tag bleiben, dann wechseln wir von dem, lass mich nicht lügen, 27. auf den 28. Ich habe hier oben den Kalender. Romili kann zweimal regenerieren, wenn sie den Tag über nichts anderes tun sollte. Es sei denn, sie möchte noch etwas tun, das können wir gleich besprechen. Ansonsten hast du 2 Regenerationen und auf der Krankenstation nochmal 1W6 zusätzlich. Also insgesamt 3W6 Lebenspunkte und 2W für deine ASP, falls du welche brauchst. Ja, und während ihr tankt, könntet ihr noch irgendwas tun oder wir springen. Würfeln wir erstmal das Tanken aus, ja? Nö. Nö, okay, dann nö. Verdaus möchte, während Celeste schläft, nochmal zu Perignana hoch. Schwester. Seid ihr bei Bewusstsein? Ja, ich bin da. Danke, dass ich es nicht fressen konnte, durfte, sollte. Es tut weh. Es tut mir so leid. Ich werde mehr lernen, mehr über euch und dieses Schiff und über das Wesen der Herzogin. Die Magistra, sie hat einen Weg gefunden, dich zu befreien. Oder euch beide. Von diesem elenden Leid. Dann könnt ihr wieder leben. Auf Land oder am Meer. Aber... Ich kann das noch nicht zulassen. Renjane, verstehst du das? Wir brauchen euch. Ich verstehe das. Ich habe längst aufgegeben, mich daran gewöhnt. Ich hänge schon viel zu lange, seit Jahren hier und habe keine Hoffnung mehr. Ich habe die Hoffnung für dich noch nicht aufgegeben. Ich werde meine Ausbildung bei ihr fortsetzen und zu dritt werden wir dann gemeinsam diese Arche zum Sieg führen, die Perlenwacht und dann, wenn alles vorbei ist, soll meine letzte Tat sein, dich von deinem Schicksal hier zu befreien, bevor ich zu ihr in die Tiefen tauchen muss. Ich werde sie aufsuchen. Lasst euch nicht verführen. Meine Seele längst verpfändet. Die Götterdiener können euch immer noch helfen. Euch zurückholen. Ihren Klauen entreißen. Ihr müsst es nur wollen. Nun, ich will etwas hier bewirken. Und zurzeit kann ich hier am meisten bewirken. Diesem Schiff, auf dem ich stehe.
dem dämonischen Schiff. Warum hat er, der die Schiffe seit Jahrhunderten in seinen Leib aufnimmt, warum hat er kein derartiges Schiff geschickt? Hätten wir so ein Prachtexemplar, der Feind hätte keine Chance. Wir verbringen die Nacht vor dem Sturm, tanken Unwasser und klären noch die letzten paar Kleinigkeiten, bevor wir ihn durchqueren und auf Kundschaft gehen. Gut, dann steht ihr jetzt, nachdem ihr den Kampf gegen die Schatzkiste abgebrochen habt und die Falle mit dem Brandöl wieder zurück ins Meer habt sickern lassen, seid ihr gerannt, gesprintet, gegangen, gelaufen in Richtung des Sturmes vor Helmsport. Es gab zwar einige Schiffe, die ihr auf Entfernung habt ausmachen können, denn hier um Kontium herum gibt es natürlich noch einige Händler, die es sich trauen. Noch einmal mit einem Blick durchs Fernrohr konntet ihr sehen, dass das dann aber 12 göttliche Händler sind, also irgendwelche Leute aus Kontium, vielleicht Selem, Al-Anfa, vielleicht noch ein paar Leute aus Festum. Also nichts, was es sich zu überfallen lohnt, und dementsprechend habt ihr dann kurz vor dem Sturm Halt gemacht. Und steht jetzt hier, um neues Unwasser zu tanken. Wir schreiben Mitte des Tages vom noch 27. Und früh morgens bzw. irgendwann mittags am 28. wolltet ihr mit einer frischen Tankladung aufbrechen, wenn denn Doshek sagt, dass der Druck auf den Adern so ist, dass es sich lohnen würde, dass ihr kampfbereit seid. Ich möchte vorher halt drei Dinge erledigen. Ja, jetzt steht ihr und puppt. Gut. Erstens, Romilly aufsuchen. Ist sie noch auf der Krankenstation oder wo finde ich sie? Definitiv auf der Krankenstation. Dann gehe ich da runter. Wenn ich einen der Söldner sehe, die ich auf Suche geschickt habe, frage ich dann nochmal, ob schon von der Elysia was aufgetaucht ist. Nein, nicht zu finden. Setze ich mich mal auf ein freies Bett ihr gegenüber. Amelie, könnt ihr wieder sehen? Kann ich? Ja. Ja, es geht glücklicherweise wieder. Das hört man noch gern. Die Männer konnten keine Spur ihrer Kameradin auftreiben. Vielleicht ist sie wortwörtlich ausgeflogen. Hat mir aber große Sorgen. Ich habe auch Bolstedt nach dem seltsamen Pulver gefragt. Er sagt, es sei Feuerschlick. Das nehme man wohl für, um Halluzinationen zu bekommen oder um Dinge zu sehen. Sei wohl auch giftig, hat er, glaube ich, gesagt. Nein, giftig, aber es ist mir bekannt, dass es durchaus genutzt wird, um Visionen zu verstärken oder generell überhaupt welche zu erhalten. Naja, und es ist wohl von ihm gestohlen worden, sagt er. Romilly reibt sich die Schläfe. Ich habe es ihm jetzt zurückgegeben, aber er kann sich da schon nicht mehr dran erinnern. Wir sollten ihn am besten einfach arbeiten lassen, wenn wir die Wahl haben. Und ihn nicht belästigen, glaube ich. Aber wir müssen unbedingt Elysia finden. Könnt ihr vielleicht... Ich weiß nicht, was sie vorhat, aber... Ich fürchte fast, es ist nicht, was uns zum Vorteil gereicht. Ich wüsste noch ein, zwei Leute, die wir fragen könnten. Romilly, sitzt hier gerade jemand in Hörweite? Ja, wenn du willst, ja. Wenn du nicht willst, nein. Wenn ich nicht will, nein. Okay, dann nicht. Beug mich noch mal ein bisschen vor. Könnt ihr ihr trauen? Die Sache besorgt mich. Fürchte ich, muss sie euch eine Nein als Antwort geben. Angesichts dessen, dass sie verschwunden ist, während eine andere Begleitung einer Vision war, sollte eigentlich da gewesen sein. Als es zu weiteren Komplikationen kommt, erwarte ich, dass ihr die Sache schnell und entschieden klärt. Sie finden. Gut. Wir werden bald den Sturm durchqueren und ich hoffe, dass ihr bis dahin wieder auf den Beinen seid, denn wir werden eine Lagemeldung vor Ort brauchen.
Und so wie ich eure verbliebene Kameradin kenne, wenn ich ihr befehle, irgendetwas zu tun, werde ich nur unflätige Kommentare ernten. Ich werde morgen früh einsatzfähig sein. Hoffe ich doch. Die Medici hier wissen. Gut, ich lasse weiter die Augen nach Elysia aufhalten. Und dann gehe ich in die Kombüse. Ansonsten hat jemand was zu tun, sonst mache ich einfach weiter. So direkt nicht, ne? Gut. Geh in die Kombüse, ich schaue mich mal um, schaue den Köchen kurz beim Arbeiten zu. Hat jemand Lubdil gesehen? Lubdil? Ah, Lubdil, da bist du ja. Pass auf, du kennst dich doch auf dem Boot gut aus. Lubdil? Kannst du wohl... Kennst du die Kundschafterin Elysia? Böse Hexenfrau? Ja, nennen wir sie mal so. Kannst du wohl schauen, ob die auf dem Schiff ist für mich? Lubdil kann das. Gut, dann tue es. Er legt den Kopf schief. Lubdil? Bitte? Lubdil ist Schiffhausmeister und muss sich kümmern um Arche, damit sauber und damit funktioniert und dass Nieren ausgewechselt werden. Nieren? Lubdil kein Spion. Welche Nieren, Lubdil? Schiffsnieren? Es ist ein Schiff, Lubdil. Ein Schiff hat keine Nieren. Ein Schiff hat Planken und Ruder und einen Anker und Segel und Masten. Leute haben Nieren. Er kratzt sich am Kopf. Lubdil nicht wissen. Lubdil nur tun, was Schiff von ihm will. Lubdil Schiffshausmeister. Pass auf, du möchtest doch bestimmt, ich lange mal mit deiner Hand irgendwie den Köchen zwischen den Armen hindurch, du möchtest doch bestimmt hier ein Stück Zwieback haben, hm? Er nimmt sich den Zwieback aus der Verpackung. Lubdil hat Arme, Lubdil kann nehmen. Such einfach nach der Frau, Lubdil. Ach, ich wünschte, Ragnar wäre hier. Ragnar weiß, wie man mit Lubdil spricht, aber Lubdil mögen nicht den Kapitän. Kapitän nicht mögen, Lubdil, du musst gehorchen. Lubdil hat Aufgabe Schiffshausmeister. Ich reiße mich noch kurz davor zusammen, bevor ich ihm einen Tritt gebe und marschiere weg. Das war wenig fruchtbringend. Würfel mal Rachsucht. Rachsucht? Nein, ich will nicht Rachsucht gegen Lubdil würfeln. Ich hab alles drin. Das ist mir herzlich egal. Hier, Sekunde, Rachsucht. Mach dich kaputt, wenn du Lubdil was antust. Oh! Nicht bestätigt, alles gut. Ja, aber eins ist eins. Eins ist eins. Ah, verdammter Lubdil. Der kriegt sein Fett noch weg. Muss man einfach teuer sprechen. Ja, er pult gerade so ein paar Archenkäfer aus den Planken raus und isst noch so ein paar Pilze, die da gerade wachsen.